Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Final Fantasy 4. Ja, und wir hatten in der letzten Folge ein paar Probleme beim Berg Hops, weil ich da unerwartet auf ziemlich starke Gegner getroffen bin. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diese Folge hier wird einzig und allein dem Training gewidmet sein. Wer sich das jetzt nicht ansehen will, kann ich nicht verübeln, weil es wird absolut nur Kämpfe geben. Es ist einfach nötig, weil mit Rosa habe ich überhaupt nicht trainiert, seit sie im Team ist, und bin einfach zum Berg Hops gegangen. Eigentlich brauche ich mich nicht wundern, dass ich übelst aufgemault werde. Sie kann mal für uns beten. Ah, hat geholfen. So, halt Eis auf die Bomber. Scheiße, explodiert. Nein! Autsch. Gut. Rosa ist ein Level gestiegen. Ah, hat Engel gelernt. Das kommt ja früh. Schon mal sehr nützlich, dass sie jetzt wenigstens andere wiederbeleben kann. Nee, es ist einfach nötig. Wenn man hier nur einfach so durchrennt durch die Story, ist es klar, dass man irgendwann Probleme kriegt. So. Schön drauf. Wird nichts viel bringen, aber. 38? Das war eine Menge Schaden, Rüdiger. So. Ach ey. Mal, dass bei denen Eis besser wird. Nee, nicht wirklich. Au. Gebet war nicht wirksam. Toll. 110. Das ist der Hammer. Aber wenigstens Edward leveled up, das nächste. So. Da wir jetzt ganz schön was einstecken mussten, werden wir hier nicht unsere MP versaubeuteln. Wir machen es uns einfach. Wir gehen einfach zum Schloss von Edward zurück. Und saufen aus deren Pötten. Hier unten. So. Ich war ja eigentlich noch bei diesem Speicherplatz auf dem Berg Hops in der letzten Folge, aber ich bin offscreen hier zum Schloss zurückgegangen, habe mich erstmal geheilt. Weil was einem da alles entgegengeschmissen wurde, das war ja nicht mehr feierlich. Ich dachte, es wäre nur in der DS-Version so, dass man da übelst starke Gegner trifft, aber von wegen. Gut, wieder geheilt, auf geht's zurück. Na komm. So, da werden wir und zurück. Ist nicht verkehrt. Okay, Spirits. Könnt ihr das mal lassen? Versuch's mal, Edward. Wenigstens verwirrt. Okay.
Ja, ihr merkt schon, kommentarmäßig werde ich hier nicht viel groß dazu sagen, weil es ist nur Training. Fortschritt in der Story gibt es hier in dieser Folge absolut keinen. Los doch, Mensch. Ach. So. Nochmal rosa, sehr schön. Arma, also Protest hat sie gelernt. Kann sie, glaube ich, auch auf alle zaubern, wenn ich mich nicht irre. Mal ansehen. Ja gut, können wir jetzt natürlich nicht keine Erklärung dazu kriegen. Natürlich nicht. Was soll's. Ne. So. Ja, nur sie ist noch. So. Oh nein. Ausgerechnet die. Einfach auf alle drauf. Na toll. Ah, es hat sich selbst versteinert. Schick euch recht. Weh. Ja. So. Hässlicher Vogel. Los jetzt, könnt ihr den endlich... Meine Fresse. Das war scheiße knapp. So. Ich hasse es, wenn ich zu schwach für irgendwas bin. Oh je. Verwirrt. Oh, es greift dich aus Verwirrung selbst an. Kennen wir doch aus anderen Games. So, Rydia, deine Schwarzmagie ist auch ein bisschen zu wünschen übrig. Wenigstens Rydia leveled up. Sehr schön. Hat Stopp gelernt. Von mir aus. Feuer. Gar nicht so schlecht. Aber auch nicht sehr gut. Mal dieses Feuer. Los drauf. Puh.
herrlich. Ja, was ist denn jetzt los? Komm, verletz dich selbst. Sehr schön brav. Auch verwirrt. Jetzt können wir uns zurücklehnen. Gut, mach dich schön selber fertig. So. Puh, die brauchen anscheinend schon ziemlich viele EP. Leute. Ah, die heilen sich damit, mit Feuer. Wusste ich's doch. Hat also keinen Nutzen, dass die sich selbst angreifen. Ja. Zieh mal, Rosa. Hm. Zielen trifft sie zwar mit Sicherheit, aber anscheinend ein bisschen schwächer. Ja. So. Oh, wir kriegen was. Ein Potion. Eigentlich aus gerade. Na gut. Sessel hätte ein bisschen mehr gebrauchen können. Der Rest geht noch halbwegs. Wo ist verwirrt, das Mistvieh? Hä? Nur den schon mal los. Cockatrice sind keine guten, schönen Gegner. Ja. Oh. Ich meine, klar, Gebete bleiben immer ungehört, aber hier in den Games könnten sie es doch mal. Er hat sich gerade die HP sehr weit runtergesetzt. Ah, Rosa hat Vitra gelernt. Ui. Und Edward auch ein Level gestiegen. Also, so langsam sieht's doch gut aus. Was man so gut nennen kann. Okay, der ist verwirrt. Greifen wir nicht an, der wird sich selbst erledigen. Vitra. Auf sich selbst auch noch. Oh, das kam gut. Ich sehe schon, Vitra wird sehr nützlich sein. Allerdings bin ich mit der Anordnung nicht so richtig zufrieden. Machen wir das hier hin. So. Gemach. Anstelle von Hold. Und Engel hier hin. So. Otis machen wir dahin. So. Gut. So. Ja.
bisschen ist noch nötig, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Oh nein. Los, verwirr das Mistvieh. Aha. Ich mag das. Gut. Autsch. Auf den Grill mit des Vieh. Hab Hunger. Oh, ich mag Bomber nicht. Ist deine Schwarzmagie jetzt stärker geworden, Rüdiger? Hm? Was auch immer das sollte jetzt. Aber anscheinend wird Edward mal ein bisschen stärker. Ist auch nötig. Und Cecil, schreibst du auch mal ein Level? Das wäre nett. Ui, braucht noch ziemlich viel. Rosa, oieiei, 877. Rüdiger, 1200. Alter. 1000. Spinnt ihr? Oh, nee. Ja, gut, bei denen ist es eigentlich egal, ob man da im Hinterhalt ist. Los. So, Problem erledigt. Ich werde die Zeit noch ein bisschen nutzen. Ach nee, aber wenigstens haben wir den ersten Schlag. Hey! Herrlich. Was nützt es einem, den ersten Schlag zu haben, wenn man dann nicht trifft? Ich glaube, Vitra war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber egal. Nein. Böser Vogel. Chocobo, nee, lass mal. Du bist hier. Ja, mach dich selber fertig. Ist mir nur recht. Mann. Na wohl, ich würde sagen, nein, ich wollte jetzt raus. Ey, lass mir den schön in Ruhe. Ah, versteckt sich automatisch. Mal sehen, kann ich dem mit Weißmagie schaden? Sind das schließlich Untote? Ja. Edward, könntest du mal zurückkommen? Feigenuss. Leute.
Ja, ich bin auch nicht gerade der Hellste. Ja. So, noch Vita auf den. Oh, muss der immer sofort wieder abhauen? Feige Ratte. Aber diesmal gehen wir hier raus. So. Obwohl, Zelt würde ich jetzt nicht verwenden. Ich werde hier die Folge beenden. Offscreen werde ich dann nochmal zum Schloss Dämmchen zurückkehren. Und in der nächsten Folge werden wir den Mount Hobbs endlich mal hochklettern. Also, wir sehen uns. Tada!